Hi, weißt du, wie viele revolutionäre Technologien und etwas so Ursprüngliches wie die Natur manchmal miteinander gemeinsam haben? Nun, heute finden wir es heraus. Von Insektendrohnen bis hin zu mechanischen Riesenschlangen. Heute sehen wir uns die unglaublichsten Robotertiere an. Los geht's! Was glaubst du, welches Tier als Grundlage für diesen Roboter genommen wurde? Okay, keine leichte Aufgabe. Das ist ein Mini-Gepard, der von Wissenschaftlern des MIT-Instituts entworfen und zusammengebaut wurde. Wie es sich für das schnellste Landtier gehört, ist der Roboter ziemlich schnell und zudem extrem wendig. Außerdem kann das 9 Kilogramm schwere Wunder der Technik aus dem Stand rückwärts Saltos machen. Zudem verhält es sich sehr realistisch, wie ein echtes Raubtier aus der Wildnis. You can tell Josh to do whatever you want. He's in control of the robot. Are you happy with that? Well, he seems to have calmed down. Würdest du dich gerne einmal wie ein echter futuristischer Reiter fühlen? Diese einzigartige Robo-Antilope aus Japan bietet diese Möglichkeit. Sie wurde speziell für den Transport von Personen und Gütern entwickelt und verfügt über zwei Betriebsmodi: auf Rädern und auf improvisierten Hufen. Und das Aussehen, das einer Izami-Figur ähnelt, ist sehr beeindruckend. Hast du schon mal davon geträumt, an einem Straußenrennen teilzunehmen? Nun, mit diesem Roboter wäre es durchaus möglich, solche Wettbewerbe zu organisieren. FastRunner ist ein Roboter, der aus dem Stand in nur 6 Sekunden auf 35 km/h beschleunigen kann. Und dank seiner Selbststabilisierung kann er sich selbst auf unebenem Gelände problemlos fortbewegen. Außerdem wird der FastRunner komplett von Hand zusammengebaut, was genauso spektakulär aussieht wie das Ergebnis. Vor Millionen von Jahren versetzte die Titanoboa, ein 15 Meter langes und mehr als 2 Tonnen schweres Reptil, alle in Angst und Schrecken. Doch dank der Ingenieure aus Vancouver, die dieses mechanische Wunderwerk in Originalgröße geschaffen haben, kann man sie auch heute noch bewundern. Guck dir nur an, wie sie sich bewegt. Fast wie eine echte Schlange. Das alles dank einer riesigen Anzahl von Bauteilen und Mikrocontrollern. Für alle Mutigen haben die Kanadier einen Sattel vorgesehen. Im 21. Jahrhundert braucht man nicht mehr nach Australien zu fliegen, um sich ein Känguru aus der Nähe anzuschauen. Dieser beeindruckende Roboter, der von den Bewegungen eines Kängurus inspiriert wurde, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Bewegungen eines Tiers perfekt auf Mechanismen übertragen werden. Und das Beste daran ist, dass der Roboter mit Gesten gesteuert werden kann. Mit nur einer Handbewegung ist der niedliche kleine Bursche auf dem Weg zu dir. Es besteht die Chance, dass diese Roboterspinne deine Arachnophobie zumindest etwas lindern kann. Ja, der Roboter sieht zwar super realistisch aus, kann aber gleichzeitig eine Menge lustiger Dinge.
Wenn deine Psyche aber noch nicht bereit für eine Spinne ist, auch wenn sie mechanisch ist, dann guck dir diese Krabbe an. Mit einer speziellen Fernbedienung kann die Roboterspinne von überall auf der Welt, wo es WLAN gibt, gesteuert werden. Außerdem kann der Roboter problemlos große Hindernisse wie Felsen oder Treppen überwinden. Kein Wunder, schließlich werden seine Beine von bis zu 26 Servoantrieben gesteuert. Diese Spinne wurde vom King of Rock'n'Roll persönlich getestet. Okay, natürlich nicht von Elvis Presley, aber die Spinne ist auch nicht echt. Das ist Mondo Spider, ein solarbetriebener Roboter mit 8 riesigen mechanischen Beinen. Das Projekt wurde als eine revolutionäre Lösung im Bereich der Bewegung und Energieeinsparung entwickelt. Stell dir jetzt die Zukunft vor, in der sich alle auf solchen Monstern fortbewegen werden. Mit gewöhnlichen Fischen in einem Aquarium kann man niemanden mehr überraschen. Zum Glück gibt es im 21. Jahrhundert etwas viel Cooleres. Beaky ist die erste bionische Unterwasserdrohne der Welt mit einem Hindernisvermeidungssystem und der Fähigkeit zurückzukehren. Man kann sie in einem offenen Gewässer aussetzen und die Schönheit der Unterwasserwelt genießen, indem man sich einfach an den Strand setzt. Diesem Fisch würde ich in einem offenen Gewässer nicht begegnen wollen, auch wenn es sich nur um eine bionische Unterwasserplattform handelt. Getrieben wird der RoboShark von einer dreigelenkigen Schwanzflosse und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 18,5 km/h. Wie ein echter Hai. Diesen 75 Kilogramm schweren Riesen wird man natürlich nur schwer in einem Aquarium halten können. Man könnte damit aber einen guten Streich spielen, indem man diesen Riesen in den Pool seines Nachbarn hineinwirft. Die Erforschung des Meeresbodens ist für Menschen nicht nur schwierig, sondern auch noch ziemlich gefährlich. Deshalb arbeiten Ingenieure unermüdlich an der Entwicklung von solchen Robotern wie Crabster. Dabei handelt es sich um einen sechsbeinigen Unterwasserroboter, der am Koreanischen Institut für Ozeanologie und Technologie entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 600 Kilogramm kann es bis zu 200 Meter tief tauchen, damit Wissenschaftler Schiffswracks besichtigen oder Ökosysteme untersuchen können. Ja, so etwas zu sehen, während man im Meer schwimmt, wäre das Highlight eines jeden Urlaubs. Erinnerst du dich daran, wie Scott Lang in einem berühmten Marvel-Film Ameisen steuerte? Squadron A, go! Speed, go! Sieht so aus, als hätten wir etwas Ähnliches gefunden. Diese Miniaturroboter haben die erstaunliche Fähigkeit, wie echte Ameisen zusammenzuarbeiten und sich zu koordinieren. Ihre Selbstorganisation und Teamarbeit könnte sich zum Beispiel in der Logistik, im Bauwesen und sogar bei Such- und Rettungsaktionen als nützlich erweisen. Spider-Man-Fans, aufgepasst! Diese Entwicklung sieht so aus, als wäre sie von Dr. Octopus selbst erfunden worden. Programmierbare animatronische Tentakel mit 14 Servoantrieben. Das sieht genauso cool aus, wie es klingt. Mit den beiden seitlichen Tentakeln kann sich der Roboter drehen, mit den beiden oberen Tentakeln kann er sich bewegen. Ich warte schon auf den neuen Teil mit dem legendären Antagonisten, der diese Entwicklung nutzt.
Dieser Roboter sieht eher wie ein kleiner Drache aus und das zu Recht. Er wurde von der Biomechanik eines Salamanders inspiriert. Diese Robo-Echse kann sich geschickt auf dem Land und im Wasser fortbewegen und ermöglicht es Wissenschaftlern, Untersuchungen durchzuführen, wie Salamander mit ihrer Umwelt interagieren und sich an unterschiedliche Bedingungen anpassen. Dazu sieht sie auch noch ziemlich cool aus, nicht wahr? Du hast schon immer von einer Katze geträumt, bist aber allergisch gegen das Fell? MyCat ist ein Roboter, der unter Berücksichtigung der Bewegungen und des Verhaltens von Katzen entwickelt wurde. Er imitiert die Bewegungen der Pfoten einer Katze, kann sich flink bewegen und auf Oberflächen klettern. Diese Katze ist in der Lage, Gegenstände zu heben und zu tragen und auf ihre Umgebung zu reagieren. Dazu braucht MyCat kein Katzenklo. Kein schlechter Vorteil für ein Haustier, nicht wahr? Schwimmst im Meer, genießt das warme Wasser und merkst nicht einmal, dass du mithilfe einer der Quallen beobachtet wirst. Außerdem ist dieser Roboter nicht von einer echten Qualle zu unterscheiden. Wie viele andere Roboter wurde sie mithilfe der Biomimicry-Technologie zur Überwachung der Unterwasserumgebung entwickelt. Im gewöhnlichen Leben ist die Begegnung mit einem Skorpion recht unangenehm. Solch einen gut aussehenden Burschen möchte man aber nicht nur treffen, sondern auch noch berühren. Sei aber vorsichtig. Wenn du ihm die Augen schließt, wird dich der Skorpion sofort stechen. Natürlich nicht im wörtlichen Sinne. Er hinterlässt nur einen roten Fleck, der dich an deine Manieren erinnern soll. Der Roboter kann sich nicht nur schnell wie ein echtes Tier bewegen, sondern dazu auch noch Hindernisse überwinden. Würdest du dir solch einen aneignen wollen? Dieser Roboterhund sieht nicht nur fantastisch aus, er ahmt auch die Bewegungen eines echten Laufhundes nach. Jetzt braucht man nur noch solch ein Kaninchen zu entwickeln und schon kann man auf die Jagd gehen. Es ist nicht schwer zu erraten, welchem Tier dieser Roboter nachempfunden wurde. Er sieht genauso elegant und majestätisch aus wie ein echter Panther. Während einige Ingenieure Drohnen nur zum Spaß bauen, versuchen andere aus ihrer Entwicklung den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Wie die Hersteller dieser Roboterschlangen. Die großen Tentakel mit einer Reichweite von 3 Metern werden aktiv bei Reparaturarbeiten eingesetzt. Zum Laserschneiden, Kabel verlegen und vielem mehr. Okay, Schlangen scheinen in der Robotik ziemlich beliebt zu sein. Wie sieht es aber mit anderen Reptilien aus? Im Ernst, das ist ein Gecko-Roboter. Das Besondere an diesem Roboter ist, dass es sich schnell und einfach auf senkrechten Oberflächen wie Glas, Keramik und Kunststoff bewegen kann. Dieses Baby lässt sich dank der Saugnäpfe nicht nur leicht anbringen, sondern hinterlässt auch keine Spuren. Interessant, ob er auch noch die Fenster putzen kann. Gute Nachrichten für alle, die davon träumen, reiten zu lernen, sich aber nicht trauen, sich einem Pferd zu nähern. Es gibt mittlerweile sogar Reitsimulatoren. Größe, Aufbau, Biomechanik. Der Prototyp imitiert die Eigenschaften eines echten Pferdes exakt nach und verfügt über 2 Trainingsmodi. Ja, es weht zwar kein Wind ins Gesicht und es gibt auch wenig Adrenalin, dafür hat man die Möglichkeit, seine Technik zu perfektionieren. Die Ähnlichkeit dieser Pinguin-Roboter mit echten Tieren ist einfach verblüffend.
Sie können sich unter Wasser bewegen, dabei die Bewegungen der lokalen Fauna nachahmen, an schwer zugänglichen Stellen manövrieren und in Echtzeit Informationen sammeln. Wenn du davon träumst, zusammen mit Pinguinen zu schwimmen, ist das eine würdige Alternative. Dieser einzigartige Vogel kann neue Horizonte in der unbemannten Luftfahrt eröffnen. Er kann aus einer Entfernung von bis zu 150 Metern ferngesteuert werden und kann bis zu 10 Minuten lang fliegen. Sowohl zu Hause als auch im Freien. Eine interessante Alternative zu Papierfliegern der Zukunft, findest du nicht auch? Darf ich vorstellen, Riba, der erste Roboter, der bewegungsunfähige Menschen aus dem Bett heben und in einen Rollstuhl setzen kann. Der Roboterbär fühlt sich angenehm an, kann Gesichter und Stimmen erkennen und reagiert auf verbale Befehle. Dazu sieht er auch noch ziemlich niedlich aus. Der erste Roboter, der die hochfrequenten Schwingungen von Insektenflügeln im Flug nachahmt. Faszinierend, nicht wahr? Wegen des eingebauten Stroboskops, das für die Beleuchtung sorgt, nennen die Macher ihre Entwicklung liebevoll Glühwürmchen. Das Glühwürmchen fliegt nur 6 Minuten lang, aber selbst das ist genug, um ein spektakuläres Video mit einem Insekt zu drehen. Das Projekt eMotion Butterflies hat Roboter entwickelt, die die Bewegungen und das Verhalten echter Schmetterlinge nachahmen. Die Insekten können zusammen fliegen und sich synchron bewegen, genau wie ihre lebendigen Artgenossen. Dieses Projekt beweist noch einmal, dass ausgerechnet die Naturingenieure für moderne Technologien inspiriert. Vor dir befindet sich ein einzigartiger bionischer Roboter, der einer Libelle nachempfunden ist. 4 asynchron bewegliche Flügelpaare machen ihn extrem wendig. Fast wie ein echtes Insekt. Die Größe des Roboters könnte noch etwas überarbeitet werden. Die Idee und die Umsetzung sind aber erstaunlich.